Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, ihr seht schon, ich habe hier hinten noch eine Reihe gerade mal schnell gebaut zwischen den Folgen. Hier kann dann noch eine Reihe hin und rein theoretisch drüber noch ein Deck. Hier zwischen hat man so ein bisschen Freiraum zum Gehen. Da gehen wir doch mal schnell lang und tun noch ein paar Fackeln platzieren. Und im Grunde wird es das komplett selbe Setup. Bloß halt in die Gegenrichtung einmal. Und dann kommt noch dagegen über eins. Und hier werden halt dementsprechend die Schweinchen stehen bleiben. Und mir weiterhin Uran liefern. Schauen wir mal, wie viel es in der Zwischenzeit waren. Es war jetzt nicht so lange. Aber ich habe schon wieder trotzdem 8 Pulver. Ich glaube, darüber kann man sich nicht wirklich beschweren. Weil 8 Pulver in der Geschwindigkeit, das ist schon ordentlich. Das ist schon ordentlich. Und damit das natürlich drüben funktioniert, müssen wir dementsprechend auch über wieder Löcher reinbuddeln. Ist ja nicht so einfach. Löcher müssen schon gegraben werden. 6 Stück genau zu sein. Habe ich die meine noch mit? Da fehlt mir jetzt einer. Das ist natürlich ärgerlich jetzt. Aber ja, wir müssen eh noch ein paar mehr bauen. Weil ich würde schon gerne sagen, dass mindestens eine Trüffel pro Sekunde, am besten 2 Trüffel pro Sekunde, das wäre so richtig schön, pro Sekunde gebaut werden können, abgebaut werden können. Weil in der Geschwindigkeit können wir natürlich Uran in Massen produzieren. Also wirklich Massenuran. Könnten rein theoretisch nukleare Bomben und somit den Weltkrieg wählen. Nee, deswegen jetzt eigentlich nicht. Aber wir können halt dann wirklich versichert sein, dass unser Reaktor dauerhaft Energie produziert und wir somit auch einen dauerhaften Speicher an Energie haben. Wenn wir das nicht hätten, wäre das natürlich ein bisschen blöd. Weil ich würde halt irgendwann doch gern schauen, dass ich die ganzen anderen Generatoren für unnütz erklären kann. Ich würde gern eine Energiequelle, auf die ich mich verlassen kann und nicht 15 verschiedene, über die ich mir auch noch alle Wartung halten muss. Okay, das System ist schon reliable, seitdem wir angefangen haben. Das darf man auch nicht dazu sagen. Das ist auch, das sind 9 Stück, glaube ich, insgesamt. Und die laufen seit Anfang an. Hiervon habe ich jetzt 11 Stück. Aber ein großer Generator wäre natürlich auch eine sehr schöne Sache. So. Ich hätte jetzt gerne. Ah, ich muss jetzt Biofuel holen, ne? Biofuel. Bio. Ein bisschen Bioregulat. Und dann brauche ich noch eine Runde Cobblestone. Dann braucht ihr genau, wie wir es so sehen, ein Stack davon. Und den anderen Stack davon zu füllen. So. Dann brauche ich noch einen Miner. Ich soll vielleicht noch ein paar Pickaxes schnell craften. Jetzt habe ich kein Iron mehr auf Lager. Die wissen bloß nicht, wo ich meine. Ach so. Jetzt muss ich die auch noch craften. Da war was. Bone Amber. Jetzt muss ich erstmal wieder Knochen produzieren. Lass es auf. Ich muss Knochen produzieren. Ist doch scheiße. So, und jetzt machen wir daraus bitte Knochen. Wir haben davon genug. Bitte, sei unser Gast, nimm mehr Knochen. Ich bin auch sogar ein Knochen. So. So. Sind es nochmal 10 Stück. Was will man mehr haben? Danach müssen wir natürlich auch noch die Resource Hawks dementsprechend herstellen. Die Verkabelung habe ich jetzt auch wahrscheinlich nicht dabei, ne? Ist natürlich blöd, aber wir können natürlich erstmal
von hier drüben die Verkabelung rüberziehen. Ich jetzt einfach schon mal dazwischen über die Verkabelung setzen, so. Ah ne, ich habe die sogar dabei, ich bin noch blind. Falsche Richtung. Ah. So. So, ist rein natürlich die nächste Reihe auch schon vorbereitet. Das macht es doch eigentlich nur besser. Stellen die auch gleich alle um noch. Es leckt aktuell ein bisschen. Ich glaube, ich habe zu wenig RAM zugewiesen oder ich habe irgendwas vergessen auszumachen. Eins von dem muss es sein. So. Gut. Schaut gut aus, schaut gut aus. Dann gehen wir nach oben und schauen mal, wie viel Schweinchen wir schon in Uran verwandeln können. Eigentlich müssten schon einige Schweinchen erwachsen sein in dem Fall. Bist du entflohen? Dann wirst du als erstes gefüttert. Komm mit. Das wird jetzt beinahe schief gelaufen. Ich wollte gerade sagen, ich habe den kürzeren Weg als den Standardweg. Wir jumpen einfach hier runter. Legen das Schweinchen hier rein, holen die und dann Ruhe. So. Ich muss ja auch noch nach außen eine Treppe jetzt anbauen. Da muss ich nicht dauernd hoch und runter laufen. Beziehungsweise ich bringe einfach die Schweinchen runter. Wäre wahrscheinlich am Ende der einfachste Weg. Ich habe Hunger. So. Eine Runde essen, eine Runde wieder weggeben. Einmal den Bucket of Mud. Ein grünes Schweinchen. Eins mehr für die Sammlung. Was war das für die Produktion? So, der ist der erste, den wir haben in der neuen Anlage. Nice. Weil wir haben jetzt schon 7 Stück. Gesund. Ah, so. Jetzt nochmal gucken nach Uran. 16 Stück schon. Ah, da wird es jetzt gleich bald schon mehr wieder. Das ist alles nur seine Zeit und dann wird das schon wieder mehr. Ich brauche ja Bucket of Mud. Kann ich denn noch welche produzieren? Noch habe ich gerade aktuell keine Buckets mit dem Zeug. Wenn ich gucke, Bucket. Ah, nee, warte mal. Ich habe noch ganz viel Uran. Was können wir denn drum? Ich kann die noch umwandeln. So, dann gehen wir wieder rauf und bringen das Ganze schnell da rein. Na komm. Wer will Uran werden? Wer will grün werden? Wer will grün werden? Du willst grün werden. So. Schweinchen grün, du. Das ist mir scheißegal. Ich baue jetzt hier einfach so eine simple Billo-Treppe. Der simpelste Übergang. Aber man sieht schon, wie sie die ganze Zeit irgendwas machen. Jetzt kann ich hier rüber einfach darunter gehen. Ohne Stress. Lieferung in dementsprechend den Gehege ab. Und hüpft dann wieder zurück rauf. Und noch so ein Bucket. Holen wir das nächste dicke Ding. Springen damit zurück. Und
Bring's in die nächste Box. Alter, das ist... Das ist die Sache, auf die... Heute wird schon die letzten paar Tage vor der Aufnahme. Hier endlich die Energieversorgung sozusagen wirklich lukrativ zu machen und simpel. Weil das ermöglicht ja eine echt simple und doch effektive Energieleistung am Ende. Und das ist genau, was wir brauchen eigentlich, weil... Was ist denn besser als ein Nuklearreaktor vor der Haustür? Uns ganz, ganz... Und da fliegt ein Flieger vorbei. Halleluja. Nee, aber als ein paar Uranschweinchen, die uns Uran bringen. Wie gesagt, wir werden für andere Materialien, die wir so auch nicht kriegen, wahrscheinlich genau dasselbe durchführen. Aber es ist halt... Eine Maschinerie für sich. Wenn wir jetzt gucken, Uranium. Das ist ja brutal. Wir müssen das Ding auf jeden Fall energiesparend machen, weil es wird in der nächsten Zeit dann 24/7 laufen. Hui. Der Isotopen-Separator hier. Der braucht auf jeden Fall noch ein paar von Nuclear Craft, ein paar Nuclear Craft. Oh, Upgrade, okay, das ist gar nicht da. Energy. Nuclear Craft Energy Upgrade. Obsidian Dust und Crushed Quartz. Ich habe keine Obsidian Dust mehr. Haha. Dann produzieren wir das doch mal schnell. Jetzt gerade noch kein Problem und wir werden auch bald eine kleine Obsidian Produktion schaffen. Wir tun jetzt uns hier schnell Obsidian holen. Obsidian. Du bist... Kann ich dich einfach verarbeiten? Dankeschön. Die nehmen auch die Sachen vom Nuclear Craft. Das ist natürlich dann schon praktisch. So. Schön zerkleinern. So. Wo ist denn jetzt Quartz hin? Jetzt hab ich kein Pulverized Quartz mehr, ey. Leute. Leute. Genau, hier muss ich dann noch Gasleitungen legen. Und gucken, ob ich davon noch welche habe. Wenn ich jetzt mal gucke nach Uranium. Es sind schon wieder 6 da. Guckt euch das an. Das ist doch wunderschön. Es werden ja ständig mehr abgebaut. Das wird ja auch nicht weniger. Höchstens mehr. Mehr bedeutet mehr geile Sachen. Für uns. Geil. So, jetzt gehen wir nach oben. Den holen wir dann eh wahrscheinlich nach unten. Und in die Produktion rein. Oder oben zum Generator direkt. Also vielleicht mit dem richtigen Teil einsetzen, dann hat er schon mal ein bisschen, ist ein bisschen energiesparender unterwegs, aber schaut jetzt an. Damit können wir halt echt ordentlich was machen und wahrscheinlich auch das dann noch enrichen und ein besseres draus machen, was länger hält. Das wird natürlich dann so eine Sache noch sein, die auf uns zukommt. Wenn wir jetzt hier gucken, wir haben hier noch Uranium 28, das gehört hier dazu und hier noch ein bisschen Tiny Clumps. Die Tiny Clumps hier verbinden. Dann können wir die Tiny Clumps hier machen und dann haben wir 3 von Fuel. Dann können wir noch das Fuel hier suchen. Das eine, was wir noch haben, das Ganze. Jetzt haben wir schon mehr Treibstoff, glaube ich, wie bis jetzt. Fast eigentlich gleich viel Treibstoff produziert, wie wir bis jetzt uns eigentlich so mal geholt haben. Jetzt können wir das Fuel hier reintun und starten das Ding. So, Heat entsteht keine wieder. Energie schießt raus. Der schickt es auch down weiter. Bedeutet der Transfer. Der Transmitter bringt es auch alles schön weg. Und jetzt würde ich gerne ein paar Energy Cables noch haben. Weil. Das klingt jetzt doof. Aber ich möchte.
Werkzeug aus der Batterie raus. Schon scheiße wahrscheinlich aus, was ich mache, aber scheiß drauf. Ich muss an dem alles noch rankommen, die Technik. So. Bedeutet, er gibt auch gleichzeitig wieder Energie ab. Ich sage, er darf so viel abgeben, wie er will. Wie bist du eingestellt? Du darfst auch die Transfer Rate hochdrehen. Dann sind die Dinge bummvoll. Der wird entladen natürlich, weil so viel Energie. Und dann noch haben wir natürlich die Macht, das zu steuern und zu lenken. Hey, du komisches Ding, du schon leider. Dankeschön, er hat eine Leuchte platziert. Und da oben auch nochmal so. Ich glaube, die sind jetzt relativ aktiv schon. Ich habe das Gefühl, hier wird relativ viel abgebaut. Beide Seiten voll. Es sind jetzt 12 Schweinchen, die hier im Einsatz sind. Auf doppelte erhöhen wäre natürlich dann noch geil. Schau mal. Uranium. Es ist schon wieder 11 da. Das ist doch nicht normal, oder? So. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie wir am besten an noch mehr Fuel kommen. So, wir haben natürlich jetzt das Fuel 35 und dann gibt es das Oxide Fuel hier. Und das Sui Fuel und das. Nur das Uranium 35 und dann auch das Meer 38. Okay, also da ist die Mischung dann ein bisschen anders. Okay, und ich kann natürlich das Ganze. Warte mal, ich habe aktuell das Loi hier. Ich nehme das normale 38er hier. Ne, ich habe ein ganz anderes. Warte mal, was habe ich denn eigentlich für einen Einsatz? Und hier kannst du alles oxiden dann, oder wie? Und dann... Mhm. Und das ist hier... Achso, das wird jetzt zum Beispiel... Depleted, depleted, depleted. Alles depleted. Wusste man nicht depleted. Ah, hier ist wahrscheinlich so. Schau mal, das erste hier ist das LBE hier. Berkelium. Schauen wir aus, was Berkelium hergestellt wird. Okay, nochmal gucken. Berkelium. Okay, wird aus einem Block. Da gibt es ja nur das Tiny Berkelium Dinger, werden daraus gewonnen. Oder wenn ich die Bleed-Zeug wieder auflöse. Okay. Wer jetzt sagt, ich würde das die machen. Okay, der nimmt dann das normale, aber es müsste doch einen Weg geben, an das zu kommen. Das höhere wird zum niedrigeren in dem Fall, okay. Molten Bekelium. Wenn ich Bekelium 47 nehme und Fluorium. Okay, gucken wir doch erstmal die nächste Stufe. Hier haben wir LLP. Wie kriege ich dich her? Das ist ja wahrscheinlich die nächste Frage dann. So. Aus Curium in dem Fall oder aus Plutonium 242 und Liquid oder Oxygen hier oder so Zeugs. Und Oxide. Aber, ja, okay, aber wo kriege ich dich her? Isotopenseparator, gut. Ist auch noch ganz viel Fuel drin. Irgendwie müssen die das produzieren. Wie komme ich an Plutonium?
Airship Core. Alles wieder was anderes. Überlegen, wie ich an das ganze Zeug rankommen soll. Fuel Processor. Extracts Materials from Depleted Fuel. Das ist gar nicht schlecht eigentlich, wenn man so sieht. Dann schauen wir Uranium nochmal. Das ist doch dumm. Das geht gut. 23. Wahnsinn. Bedeutet, wir sind jetzt in einem Atomzeitalter und hauen hier auf jeden Fall voll auf die Kacke. Ich würde mal wieder ins Achievement Book in das Advance gucken. Hogtide, Obtainer, Cobblestone Mud Bucket. Okay, ja, das sollte jetzt nicht die Schwierigkeit sein am Ende. Obtainer Donut Sapling, Atomic Bacon Sapling. Dann hätte ich das hier vollendet mal. Craft an Unbreakable Tinker's Construct Tool or Weapon. Unbreakable, mhm. Craft an Ender Pouch and Left Shift Right Click on an Ender Chest to connect them. Mhm. Craft an Enchantment Table, das wäre vielleicht auch mal so ein Ding. Level up a Tinker's Construct Tool or Weapon. Inflict 20 or more damage to a creature. Pexlos, combine a shovel or pick up with an axe to make a Pexel. Dann machen wir doch mal schnell einfach eine Pexel, würde ich sagen. Pexel. Ich hätte so eine ganz simpel gerne Pexel. Habe ich vielleicht dafür da? Ne, ich brauche alles. Eins. Zwei. Drei. Dann machen wir eine Pexel. Wir haben eine Pexel auf jeden Fall jetzt mal schon im Achievements Book. Hier drin abgeschlossen. Gut, also das Craft a Mechanism Muffling Upgrade to decrease the machine volume. Muffling Upgrade. Muffling. Das ist jetzt nicht das Problem, da tun wir gleich mal einen Stack einfach her. So schaut's aus. Du willst mir gerade sagen, dass ich von denen auch nichts mehr habe? Eieieiei, okay. Muss ich wieder nachproduzieren anfangen, ha? Huh? Maschine ist hochgefragt in dem Fall. Mach ich mal Iron. Ja, das muss ich ja schnell noch umcraften. Ich besitze ja kein Iron. So dumm. Wie viel Upgrades sind da hier denn? Hier sind nur 6 von 8 Speed-Upgrades drin. Ich will da auch nachgucken, wie viel Uranium hier drin ist. Ist schon wieder 5. Weil wenn ich einfach mal nur hier stehe, haben wir dann so viel Uranium, dass wir eine massive Upgrade machen können. Aber der Unterschied, das, was sein soll, ist ja, dass wir es so groß machen, so großflächig auch bauen können, dass halt wir nicht mehr drüber nachdenken müssen, sondern dass alles automatisiert ist. Jetzt suchen wir nach dem Muffling-Ding nochmal. Muffling Upgrade, das haben wir jetzt auch im Inventar drin. So, Advancement. Okay, hier haben wir halt noch einiges, was wir nicht gemacht haben. Was ist denn das? Wir sind Memorizing Craft. Oh. Wiring Gadget to Chunk Load a 5x5 Chunk Area. Aha. Wiring. Ding. Ist auch ein geiler Name auf Deutsch. Wiring. Chunk Loader. Okay, das Eye of Ender habe ich jetzt gerade noch nicht, aber das ist jetzt kein Problem. Und wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, hey Leute, ich bin dafür, dass das Gebiet jetzt hier aktiv bleibt, dann hält er das jetzt so aktiv. Warum nicht? Warum nicht, ne? Und somit haben wir noch ein weiteres Advancement. Cyclic Heart. Kann man ein Heart? Cyclic, kann ich das bauen? Block of Emerald. Poisonous Potato. Cookie. Diamond. Raw Salmon. Das Einzige, was ich habe, sind Diamanten.
Cookies habe ich jetzt auch. Block of Emerald, das sollte doch. Ich wollte gerade sagen, das ist sicher keine Herausforderung für mich. Jetzt kommen wir mit so einem Scheiß daher. Die Blöcke, so jetzt haben wir das auch schon mal. Golden Apple. Ich glaube, die kleinste Aufgabe in dem Fall. Rabbit Straw. Ich glaube, dafür fehlt mir allein schon der Rabbit. Die Baked Tomato. Habe ich davon eine? Carrot Seeds habe ich. Keine Potato. Potato. Nee, habe ich nicht. Keine Potato. Eine Potato, so. Potato Seeds, aber keine Potatoes. Na, seid ihr brav am Arbeiten? Nee. Aber ja. Dann die Dachteile. Sink. Schauen wir mal, jetzt warten wir das Zeug drin. Vielleicht können wir da mal so ein bisschen upgraden. Ja, okay, das wird noch ein bisschen dauern. Das muss ich noch machen. Und die dahinter. Dialogue, like, craft any of the dialogue fences from the fence overhaul, okay. It's ender of the world, we know it. Okay, ender pearls. Das ist natürlich geil. Not really matter. Craft and tinkers construct metal help forming. Stay hydrated, use hydrogel. Okay, sugar daddy place net to grow sugarcane seeds atop. It accelerate. Okay, yes we can. Craft a watering can. Ich soll alle Trees natürlich machen. Use an anvil and a cow. Create a cow in a jar to get instant milk. Animal crops. Ja. Dafür will ich dann dementsprechend eine Anlage haben. You win. Complete all the chaffins. Okay. Twilight Forest, das ist natürlich der noch. Age of Ultron wird noch gleich sehr, sehr interessant. Age of Exploration, da sind wir schon relativ weit. Come fly with me. Craft a universal craft airship to fly around. Extremity River. The Beast. Compact just size of the worlds. Mhm. Also hier fehlen halt echt noch die drei, dann ist es vorbei. Das sollte jetzt nicht die Schwierigkeit sein. Das könnte auch relativ schnell gehen. Die Seeds hier könnten mir noch ein bisschen Gedanken machen, aber ich glaube, das kriege ich auch irgendwie hin. Da muss ich auch noch ein bisschen was machen. Craft a Tier Guide Charger and even faster, okay. Craft and Vacuum Speed Modified to speed up the upgraded generators. Power Cell, okay. Get informed. Craft an F2 Power Information Screen. Place any screen on the most index power. Aha. I did it again. The exchanger tool will allow you to easily swap out blocks. Switch a chain mode using the G button. Craft a silic uncrafting grinder to break down items and blocks. Slush Puppy. Okay, bei dem muss ich zum Beispiel noch ganz viel reinmachen. Da muss ich jetzt gucken, dass ich das Zeug dann mal crafte. I can use a treadmill to make pick power. Use a lead to attach the pick to the treadmill. Okay. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.